Einen wunderschönen guten Tag. Wir arbeiten gerade in Systemen mit Automaten und haben hier eine Übung dazu gemacht. Und zwar die Übung, in der wir einen Automaten programmieren sollen, der eine 1-1 im Eingangsstrom erkennt. Und jedes Mal, wenn eine 1-1 kommt, sagt doch Hippie Hurra 1, gell? Also immer dann, wenn 1-1 kommt, gell, gibt er 1 aus. Und in jedem anderen Fall gibt er eine 0 aus, gell? Und ja, diesen Automat, gell, den wollen wir jetzt auch programmieren. Und dann haben wir uns das mal angeschaut. Und zwar wollen wir hier eine Lösung finden, die sehr systematisch ist. Wir wollen hier nicht so, ja, if then else, else if, else waffen. Gell? Wir wollen hier sehr systematisch vorgehen, um auch Fehler zu vermeiden. Gell? Und wenn wir uns das mal anschauen, gell, dann habe ich das hier mal gemacht. Gell? Also zuerst haben wir den Automaten gelöst, haben gesagt, okay, ein Automat ist ein Sechstuppel. Gell? Also wir haben 6 verschiedene Dinge, die wir beschreiben müssen. Wir haben ein Eingangsalphabet, wir haben ein Ausgangsalphabet, wir haben die Menge der internen Zustände und den haben wir jetzt entwickelt und es sind 2 Zustände gekommen. Wir haben die Zustände beschrieben, Q0, das ist der Anfangszustand, und in diesem Zustand haben wir bis jetzt noch keine 1 bekommen. Gell? Und dann haben wir Q1, und Q1 bedeutet, wir haben schon etwas gelesen und das letzte Zeichen, das wir gelesen haben, ist eine 1. Gell? Also nicht irgendeine, sondern das zuletzt Gelesene. Gell? Also wir haben jetzt schon eine 1. Und wichtig ist das, weil man jetzt, nachdem man eine 1 hat, eine zweite 1 bekommen kann und dann hat man 1-1. Also wenn eine 1 irgendwo weiter vorne ist, dann interessiert sie uns nicht. Gell? Uns interessiert, was gerade vorher passiert ist. Und das stellen wir jetzt eben durch Q1 dar. Gell? Wenn gerade keine 1 gekommen ist, sondern eine 0, dann ist alles andere, was vorher war, wertlos. Gell? Also es zählt nur, was gerade vor dieser aktuellen Eingabe passiert ist. Ja, dann entwickeln wir die Übergangsfunktionen. Gell? Also wir zeichnen ein Zustandsdiagramm und in dem Fall habe ich hier diese Menge der Übergangs-, also die Tabelle der Übergangsfunktionen aufgeschrieben. Und zwar, Eingänge sind 0 und 1, die internen Zustände sind Q0 und Q1. Und jetzt schauen wir, wenn wir eine 0 bekommen, dann landen wir in jedem Fall in Q0. Weil egal was vorher war, wenn eine 0 kommt, die zerstört alles, gell? Zack, bums, weg ist alles, gell? Also, wir gehen wieder in Q0 und wir geben eine 0 aus, gell? Also, wenn gerade eine 0 gekommen ist, dann kann nicht 1-1 sein. So, dann haben wir den zweiten Fall. Das heißt, wir haben jetzt vorher eine 1 bekommen. Und jetzt hängt es davon ab, wenn nach der 1 eine 0 kommt, dann, wenn wir eine 1 haben, gell, und wir sind in Q0, so ist es, gell, wir sind in Q0, das heißt, vorher war keine 1, sondern eine 0, und jetzt kommt eine 1, dann geben wir zwar noch nicht 1 aus, gell, sondern immer noch 0, wir haben erst eine 1, aber wir schreiben an, gell? Also wir sagen, das machen wir mal, da kann noch etwas daraus werden, gell? Und tatsächlich, wenn wir schon eine 1 hatten und es kommt noch eine 1, dann haben wir jetzt 2 Einser hintereinander, gell? Und wir geben eine 1 aus. Und vor allem, wo 2 sind, kann auch eine dritte 1 kommen, gell? Also, es gibt ja solche, die niesen immer dreimal, gell? Also, wenn wir 2 Einsen haben, dann kann noch eine dritte kommen. Das heißt, diese letzte aktuelle 1, die wir reingeben haben, kann zugleich der Anfang für ein nächstes Paar aus 1-1 werden, gell? Also das ist praktisch die Beschreibung unseres Automaten, gell? Der Automat ist jetzt entwickelt, gell?
Und jetzt kann man implementieren. Und Implementierung, diese erste Implementierung ist eine sehr systematische Implementierung mit Switch Cases. Gell? Was machen wir? Wir bauen eine Funktion. Und in diese Funktion geben wir den Automaten. Gell? Nicht die Eingabe, nicht die Ausgabe, sondern den Automaten selbst, die Verarbeitung. Gell? Und wenn wir in diese Funktion den Automaten geben, dann müssen wir in diese Funktion auch den Speicher geben. Gell? Das ist wichtig. Was bekommt die Funktion? Sie bekommt eine Eingabe. Die Eingabe nehmen wir an sich von der Tastatur. Gell? Also ein Jar kann diese Eingabe darstellen. Gell? Und was wird zurückgegeben? Ein Jar. Und dieses Jar können wir dann auch ausgeben. Gell? Okay. Und naja, das ist jetzt der Prototyp der Funktion, die den Automaten darstellt. Und dann kommen wir und schauen uns die Main an. Gell? Ja, die Main ist sehr elementar. Wir haben ein Jar. Das Jar brauchen wir zum Einlesen. Und was machen wir hier? Wir sagen, solange scanf etwas liefert, solange also scanf keine Fehler gibt und nicht Enter File kommt, lies ein, gell, woher? Von Tastatur, also std in, gell. Und was lesen wir? Wir lesen ein Charakter, Zeichen für Zeichen lesen wir, gell. Und wo legen wir es ab? Wir legen es in die Variable e, gell. Das ist eine lokale Variable, die in der Funktion main existiert. Was machen wir dann? Dann rufen wir den Automaten auf, übergeben ihm das E, gell? Und, naja, den Rückgabewert des Automaten, das ist die Ausgabe. Und diese Ausgabe, die geben wir mit printf aus. Also in einer Schleife gehen wir immer sagen, du scanf, wenn du ein Zeichen hast, gib es noch her, gell? Gell? Und was machen wir mit der Eingabe? Wir geben sie dem Automat. Was macht der Automat? Er berechnet den internen Zustand und was macht er mit ihm? Er behält ihn für sich selbst, gell? Und dann gibt er aber die Ausgabe, gell, zurück. Und das ist dann die Ausgabe, gell? Wir schreiben %c, ein Zeichen, gell? Und dann geben wir es dann aus. So, hier habe ich noch ein F-Flash gesetzt auf stdout, gell? Um dem stdout zu sagen, du das ja schreiben, dieses Zeichen, gell? Und nicht darauf warten, dass ein ganzes Wort fertig wird, gell? Ja, am Ende noch eine neue Zeile und das war's dann, gell? Das ist nur Kosmetik. Also, der Zauber liegt hier, ja, so lange einlesen, solange Zeichen kommt, führe den Automaten aus und gib den Rückgabewert aus, gell? Ja, jetzt schauen wir uns diesen Automaten an, gell? Also, Schnittstelle haben wir schon gesehen, gell? Hier haben wir nochmal aufgeschrieben, was die Zustände sind. Q0, gell? Stelle ich einfach als 0 dar. Und Q1 als 1, gell? So. Und dann haben wir Q. Q ist eine Ganzzahl, gell? Ich habe int geschrieben, wir könnten auch jar oder lang oder sonst etwas schreiben, gell? Es sind hier nur ganz wenige Zustände, es sind nur 2. Und es ist static, gell? Also diese lokale Variable, gell, die lebt, solange der Prozess lebt, gell? Also das wird nicht, wird nicht bei jedem Aufruf des Automaten neu initialisiert, gell, sondern überlebt die Aufrufe des Automaten. Gell. Diese Static ist eine feine Sache. Gell. Also Static in einer, mit einer lokalen Variable, gell, bewirkt, dass die lokale Variable die Aufrufe der Funktion überlebt hat. Also eine Lebenszeit des Programms und nicht die Lebenszeit des Aufrufs der Funktion. Das ist wichtig. Und im Unterschied zu Static
bei globalen Variablen, gell, bei globalen Variablen bewirkt Static, dass die globale Variable auf das Modul in der Sichtbarkeit beschränkt wird. Gell. Also in dem Fall, der Static innerhalb einer Funktion verändert nicht die Sichtbarkeit, weil mein Q ist immer nur im Automat sichtbar, gell, sondern die Lebenszeit. Gell. Und unser Q wird das ganze Programm hinweg überleben. Und das ist fein, gell. Jetzt habe ich eine lokale Variable, die nur der Automat kennt, gell. Also das geht sonst gar niemand an, etwas an, gell, was der Automat hier hat und wie er seine Zustände speichert, gell, weil jeder Automat hat ein bisschen Privacy, gell, und kann seine Zustände eben selbst dann für sich behalten, gell, und dafür braucht er eine Static-Variable und dort hinein schreiben wir den Zustand. So, und ja, jetzt beginnen wir. Wir haben ein erstes Switch und Switch über die Zustände, gell? Und das ist jetzt praktisch diese Abfrage, gell? Wenn Zustand Q0, gell, dann gilt die erste Spalte, bei Q1 gilt die zweite Spalte, gell? Ja, schauen wir mal. Also, Q. Also Q, wenn eine 0 drinnen steht, gell? Also wir haben die Zahl 0 oder 1 verwendet für den Zustand, gell? Q gleich 0 ist die Initialisierung, gell? Also mit der Definition von Q haben wir zugleich den Anfangszustand gesetzt. Gell? Also Case 0. Wenn der Zustand 0 ist, bedeutet, gell, wir haben noch keine 1. Gell? Also wir haben diese mögliche 1,1 noch nicht zu bauen begonnen. Gell? Also in Vergangenheit haben wir dann vielleicht schon eine 1 gehabt, gell? Ist hier vielleicht ein schlechter Kommentar. Gell? Wir haben, vielleicht sollte ich schreiben, wir haben zuletzt keine 1 oder wir hatten zuletzt keine 1. Keine 1. So, ist richtiger, gell? So, und wenn zuletzt keine 1 ist, was kann denn jetzt passieren? Es kann passieren, dass wieder eine 0 kommt, gell? So, und dann haben wir jetzt keine 1 und wir haben jetzt keine bekommen, gell? Also, wir bleiben auf 0. Gell? Und wir geben 0 zurück, gell? Also Return 0 und das wird dann hier die Ausgabe. Gell? Und ganz wichtig, wir geben nicht die Zahl 0 zurück, gell? Sondern wir geben die, ja, die Ordnungszahl für das Zeichen 0 zurück und das ist 48. Gell? Und wenn wir das dann mit printf ausgeben, printf 48 mit Prozent %c, dann wird das Zeichen 0 ausgeben laut ASCII-Tabelle, gell? Oder ANSI-Tabelle oder irgendeiner anderen Tabelle. Gell? Okay, so. Wenn wir hingegen keine 1 hatten, gell, und jetzt bekommen wir eine, gell, ja, aller gute Dinge ist eine 1, gell, also, wenn wir eine 1 bekommen, dann gehen wir mal in den Zustand 1, wo wir sagen, so, jetzt haben wir eine 1, gell, und wir geben was zurück, eine 0, gell, weil wir haben zwar eine 1, aber es sind nicht 2, es ist nur eine 1, gell. So, dann habe ich hier was drinnen, wenn etwas anderes kommt. Also, keine 0 und keine 1. Keine 0 und keine 1, gell, das ist ein Fehlerfall. Das ist nichts Gescheites, gell. Und was mache ich? Ich bleibe da auf 0, gell. Also auf jeden Fall, ich habe keine 1 dann, gell. Und ich gebe eine E zurück, gell. Also Error oder sowas, gell. Das ist der Fall, wenn wir im Zustand 0 waren. Oder Q0. Wenn wir hingegen im Zustand 1 sind, wir haben schon eine 1, gell? Also wir hatten gerade eine 1, gell? Dann, jo, was passiert dann? Dann kann es sein, dass eine 0 kommt. Und wenn eine 0 kommt, dann ist wieder alle Hoffnung vorbei. Wir fallen wieder zurück in Q0, gell? Und geben eine 0 dann aus, gell? Wenn aber eine 1 kommt, gell, dann haben wir endlich die zweite 1, gell, und wir bleiben in Q1, gell, also könnte hier noch ein 1 kommen, dann können wir noch ein paar angeben, gell, und wir geben ein, ja, Zeichen 1 zurück, gell, also 49, und das wird dann ausgegeben, gell. Und default, ja, ist wieder schief gelaufen, gell, wir fallen zurück, gell. Jo, hier ganz unten habe ich noch ein Return E, hier darf ich niemals zurückkommen, weil ich ja in jedem Fall kein Break habe, sondern ein Return, ich steige in jedem Fall mit einem Return aus, gell. Wenn ich das aber hier nicht drinnen habe, dann bekomme ich ein Warning vom Compiler, gell. So, probieren wir mal, make, so, schön,
Weil schauen wir mal, was wir da für ein schönes Make-File haben. Geil. Make mit Makros. Geil. Es hat also funktioniert. Geil. Jetzt gehen wir das auch ausführen. So. 1, 1. Geil. Was machen wir mal? 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Geil. 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. So. Enter. So, was passiert? Ich bekomme also hier drunter die Ausgabe, gell? Also ich habe jetzt die Zeichen für Zeichen hier reingegeben, ich habe dann Enter gedrückt und in dem Moment hat die Ausgabe begonnen, gell? Und was habe ich denn? Am Anfang habe ich 0, also kann nichts anderes kommen als 0, nochmal 0, also kommt 0. Eine 1, ah toll, gell? Schauen wir, ob wir noch eine bekommen. Nein, 0, also fallen wir wieder zurück auf 0. Wir gehen weiter, 0, eine 1, gell? Aber keine zweite, gell? Eine 1 und dann wieder eine 0, gell? Welch eine Enttäuschung. Eine 1 und dann endlich noch eine 1. Und darunter sehen wir, aha, bei der ersten 1 ist noch nichts passiert, aber bei der zweiten 1 haben wir eine 1. Dann geht es weiter, 0, ja, ergibt 0 und dann 1 und dann noch eine 1, das ergibt 1. Und wenn wir jetzt nochmal eine 1 eingeben, dann haben wir hier wieder zwei 1 hintereinander gehabt. Also haben wir auch im Ausgangsstrom 1, 1. So, dann haben wir E. Und was ist denn dieses E? Dieses E, das ist die Bestätigung. Das ist Enter. Hätten wir das ausgeben, gell? Dann würde eine 10 drinnen stehen, gell? Also das ist unter Enter, gell? Und ja, das wird hier dann noch mal ausgegeben, gell? Und jetzt steht die Ausführung auf dem ScanF. Und ScanF würde jetzt auf wieder etwas warten. Ich mache jetzt Ctrl-D. Ctrl-D ist wie Enter File, gell? Und wir sind heraus, gell? Ja, schön. Ja, jetzt wollen wir was machen, gell? Wir wollen jetzt einen Automaten implementieren, gell? Und da würde ich mal bei dem Automat beginnen, der bestimmt, ob die Anzahl von 0 und die Anzahl von 1 gerade ist. Und immer dann, wenn das eintritt, wenn sowohl die Anzahl von 0 als auch die Anzahl von 1 gerade ist, gell, soll er eine 1 ausgeben. Gell? Ja, und das wollen wir jetzt als Programm implementieren. Gell? Ja. Gute Arbeit.